Moin hier zu einem wirklich nur ganz kurzen Unboxing-Video. Der Paketbote war gerade da und hat neues Spielzeug vorbeigebracht. Und wenn ich dem Aufkleber auf dem Paket Glauben schenken darf, sollte ein Onyx 3.5 der Firma Schokofly hier drin sein. Und den habe ich mir bestellt, weil ich noch einen Segelflieger haben wollte für die ganz leichten Thermikbedingungen in der Ebene. Die ASW im Hintergrund, da braucht man schon ein bisschen mehr Thermik, um oben zu bleiben. Und ja, das haben wir hier nicht immer, deswegen wollte ich gerne noch was für die schwache Thermik und ja, das soll es hier sein und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ja, wie ihr seht, ist das Teil vollständig ausgepackt und ich kann nur sagen, was ich bislang gesehen habe, ist wirklich top und setzt die Messlatte in meinem Hobbykeller hier wirklich nochmal ein Stück höher. Und es ist ja nicht das erste voll GFK oder in dem Fall CFK Modell, was ich aufbaue. Und die sind alle top, also muss ich auch dazu sagen, die sind alle gut, aber das hier setzt einfach von der Verarbeitungsqualität nochmal einen drauf. Also ich habe hier wirklich bislang noch keine einzige Stelle gefunden, wo ich sagen würde, irgendwo nicht richtig aus der Form gekommen oder der Lack nicht richtig drauf oder also ich meine, das sind ja alles handgefertigte Modelle und es ist logisch, dass die nicht 100% perfekt sind. Und aber das hier, da muss man wohl schon lange und mit der Lupe gucken, um irgendwas auszusetzen zu haben. Also nee, da muss ich wirklich sagen, top. Gute Arbeit gemacht und zudem gibt es noch, was ich auch sehr gut finde, Schutztaschen für die Leitwerke und auch die dreiteilige Fläche, was ehrlich gesagt in der Preisklasse auch selbstverständlich sein sollte, aber es ist nicht selbstverständlich, deswegen sage ich es hier nochmal, also auch das gut, soll so sein und ja, ich bin jetzt schon sehr auf die Flugeigenschaften gespannt, wie gesagt, bis jetzt habe ich es ja nur oberflächlich gesehen und das gefällt mir wirklich super, ihr merkt schon, ich bin begeistert davon. Ja, jetzt baue ich es auf. Da ist nicht mehr so viel dran zu tun, aber immerhin noch ein bisschen, die ganze Programmierarbeit und sowas. Und dann freue ich mich wirklich schon auf den ersten Flug. Es kann sich allerdings nur noch um Jahre handeln, weil hier ein Sturmtief nach dem anderen durchzieht. Aber gut, so kann ich das alles in Ruhe machen und dann gibt es sicherlich ein Video vom ersten Flug. Bis dahin, ciao!